Im typischen Industriedesign jener Zeit wird im Jahre 1953 die V200-001 vorgestellt. 86 Maschinen entstehen. Großdieselloks mit 2x1100 PS Leistung sind vor hochwertigen Zügen im Einsatz. Sie werden zum Symbol des Wirtschaftswunders. 1962 wird eine stärkere Version mit 2x1350 PS Leistung auf die Gleise gestellt, die Baureihe V200.1. Die EDV-Zeit bringt für die formschönen Loks die Baureihenbezeichnungen 220 und 221. Relativ früh, bereits in den 80er Jahren, gehen die ersten Exemplare aus dem Dienst, werden verkauft, verschrottet oder landen im Museum. Einige Maschinen finden in Griechenland eine neue Heimat. Sie kommen in den 2000er Jahren zurück nach Deutschland. Wir haben in vielen historischen Szenen, zum Teil aus DB-Archiven, die Geschichte dieser Maschinen betrachtet und sind im Museumsbetrieb mitgefahren. Wir zeigen Ihnen einige Griechenland-Rückkehrer in ihrem dritten Leben. 58 Minuten Wirtschaftswunder-Lok gestern und heute.